Liebe Freunde, in meinen Andachten am Dienstag beschäftigen wir uns zurzeit mit den Seligpreisungen, die wir in der Bergpredigt des Herrn Jesus finden. Wir sind bei der dritten Seligpreisung angelangt. Diese Seligpreisungen lüften den Vorhang und zeigen uns, wo wahres Glück verborgen ist. Diese dritte Seligpreisung finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 5. Dort sagt der Herr Jesus: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Auch hier müssen wir zugeben, wird unsere Logik strapaziert. Es sind doch eher die Harten, die Durchsetzungsstarken, die forschen Menschen, die hier auf dieser Erde etwas besitzen, die es zu etwas bringen. Es sind doch nicht die Weichlinge, die Schwächlinge oder die Nachgiebigen. So denken wir Menschen oft fälschlicherweise über die Sanftmut. Aber was ist Sanftmut? Eigentlich hat Sanftmut die Bedeutung einer sanften Gesinnung. Bei dem alten griechischen Dichter Homer sind die Gegensätze zur Sanftmut zum Beispiel losfahrender Zorn, Gewalttätigkeit oder einfach rohe Selbstbehauptung. Sanftmut auf der anderen Seite ist die Herzensgüte eines Menschen, die ihn dazu befähigt, seine Mitmenschen zu schonen, sie nicht mit übermäßiger Härte zu beurteilen und ihnen auch dann mit Nachsicht zu begegnen, wenn sie Fehler begangen haben. Ein sanftmütiger Mensch kann seine Mitmenschen einfach schonend behandeln. Er kann das, weil er selbst erfahren hat, wie schonend Gott ihn behandelt hat. Sanftmut ist auch die Zwillingsschwester der Demut. Die zwei kann man nicht voneinander trennen. Jesus sagt zum Beispiel: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie die Demut die Denkweise des Menschen über sich selbst widerspiegelt, so spiegelt die Sanftmut die Denkweise einer Person über seine Mitmenschen wider. Nur wer demütig ist, kann auch sanftmütig sein. Man kann sagen, dass die ersten drei Seligpreisungen die Buße und die Umkehr eines Menschen zu Gott schildern, die im Denken beginnt und das ganze Leben umfasst und das erneuerte Herz eines wahren Christen beschreibt. Wenn es hier also um die Bekehrung eines Menschen geht, warum ist dann die Sanftmut dabei so wichtig? Warum wird sie in einem Atemzug mit der Sündenerkenntnis und mit der Reue eines Menschen erwähnt? Nun, die Sanftmut wird hier aus einem ganz wichtigen und sehr praktischen Grund erwähnt. Der Mensch nämlich, der seine geistliche Armut vor Gott erkannt hat und weinend über seine Sünden zu Gott kommt, dieser Mensch bittet Gott um die Vergebung seiner Schuld. Doch Vergebung gibt es nur unter einer einzigen Bedingung: wenn der Mensch seinem Nächsten auch bereit ist zu vergeben. Ein sanftmütiger Mensch ist also ein Mensch, der anderen vergeben kann. Ein Mensch, der die Worte Jesu sehr ernst nimmt, die wir in Matthäus 6, Verse 14 und 15 finden. Jesus sagt: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Die Bergpredigt ist Gottes Handbuch zum Glück. Das Glück beginnt mit der Bekehrung des Menschen. Bekehrung beginnt im Denken. Sie ist eine Umkehr im Denken. Und in den ersten drei Seligpreisungen beschreibt Jesus diese Umkehr. Sie beginnt damit, dass der Mensch seine Armut vor Gott eingesteht und sein ganzes Vertrauen auf den Gott setzt, der den Armen das Himmelreich schenkt.
Die Umkehr im Denken versetzt den Menschen in tiefe Trauer und Betroffenheit über seine eigenen Sünden. Er fängt an zu weinen und Leid zu tragen über seine Schuld und bekennt sie Gott. Als Belohnung erhält er von Gott die Vergebung seiner Schuld und den kompletten Erlass seiner Sünden. Nun kann er nicht anders, als sanft und schonend mit seinen Mitmenschen umzugehen. Er kann vergeben und er muss vergeben, weil ihm viel mehr vergeben wurde. Das Ergebnis ist das erneuerte Herz, die neue Geburt, die Gottes Geist im Herzen dieses Menschen bewirkt und ihm zur Belohnung schenkt.